Ja, Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind hier noch am Galgenfelsen, nehme ich an. Wir haben da die weiße Hand klar gemacht, die silberne Hand, sorry Leute, und wir müssen jetzt, nehme ich auf der Karte, hier zu der Waldheimer, zu den Waldheimer Türmen. Ich habe mir Feental wieder geholt und ich denke, wir müssen da jetzt da durchlaufen, weil wir können keine Schnellreise machen und gar nichts. Ich werde das so machen. Wir werden ganz einfach da durchmarschieren. Und wenn sich was ergibt, werde ich auf Aufnahme drücken und dann ja werden wir fighten. Aber die ganze Lauferei erspare ich euch. Wir haben da jetzt eine neue Stufe wieder erfahren. Da steigen wir auf. Und wir werden das natürlich wieder auf Magicka verbessern setzen. Okay Leute, ich schleiche mich da durchs Gebüsch und wir sehen uns, wenn es das gibt. Also Leute, wir hatten da gerade eine Auseinandersetzung mit einem Zweigling, ja? Seht ihr das? Und der kam so schnell, ich konnte nicht mehr drücken, aber der reagiert ein wenig allergisch auf Feuer. Ne? Hat uns gleich angegriffen, aber wir wollten von dem eigentlich nichts. Kommt aber gut. Schauen wir mal. Wir sind am Weg. Bis gleich. Hey Leute, da kommt ein Drache. Und nämlich gleich. Das dürfte ein Feuerdrache sein. Da müssen wir uns ganz anders ausrüsten. Eisstachel nehmen wir und Frost ist dazu. Und der hat uns. Das ist ein Feuerdrache, ja? Wo ist denn der Eisstachel? Ist unser Elf schon kaputt? Nee. Komm runter da. Wir müssen uns da irgendwo verstecken. Zaubertränke haben wir nicht genug, glaube ich. Komm her. Einmal noch. Ja, Feental. Du bist ja da gut weggekommen. Ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, dich nach Hause zu schicken. Du armer Teufel. Ja. Drachenseele aufgenommen. Ach Leute, was soll ich sagen? Die sind auch recht heftig, die Jungs. Zwergenpfeile, Drachenknochen, die sind so schwer. Goldmakelloser und den Eisenhelm kannst du dir sparen. Das werden wir gleich Feental übergeben. Sollen wir dich einmal heilen? Hm? Heilende Hände mal ausprobieren. Ob
du das notwendig hast überhaupt? War das eine Art Lumpfzauber? Ja. Passt das so? Okay. Ich tausche gleich einmal mit ihm die Sachen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bei einem Riesen, davon ist ein Riese und da sind sicher irgendwo Mammuts und den müssen wir umgehen. Aber wir werden uns da auf kein Gefecht einlassen. Ich werde schauen, dass ich da vorbeischleichen kann. Okay, bis gleich. Ja Leute, ich denke es ist soweit. Ihr seht da einen Marker, der bewegt sich da und da oben ist ein Wachturm. Und ich schätze, ja, es wird nicht mehr lang dauern und wir werden da auf Widerstand stoßen. Da oben ist schon wer. Kommt da raus? Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich... Oh, fuck, was war denn jetzt los? War es das jetzt schon? Noch lange nicht. Wo ist denn unser Feen da? Ja. Ich warte besser hier, bis die alle raus sind. Da sind nämlich Pfeilattacken, die kann ich überhaupt nicht gut ab. Aber den Hammer nehme ich mir doch gleich mal. Ah, der ist nicht so gut wie unser. Da oben sind auch welche. Oh weh. Der Dosel ist da zwischendurch ein Buch. Da drüben sind welche. Ich glaube, wir haben Feendall verloren. Die erwischen wir so nicht. Oh ja. Ich glaube, Feendall, den haben wir jetzt wirklich verloren. Ich kann das ja nicht glauben. Da drüben ist einer. Aha. Wir machen das einfach so, ja. Da drüben ist auch noch einer.
Ich habe wirklich so viel Angst vor dem Pfeilschützen, vor dem Bogenschützen. Ja, und seht ihr, genau das ist der Grund. Da gibt es noch einen ganzen Haufen. Ja, und ich fall darunter, ist ja klar. Ah, da oben ist sie. Ja, das hat jetzt unser Adronach für uns getan. Ah, Feendal, du kommst auch noch einmal. Wie sieht es denn bei dir mit der Heilung aus? Schauen wir mal. Da oben haben sich noch welche versteckt. Okay, ich glaube. Oh, der Adronach ist weg. Wo ist denn der? Ich kann den gar nicht sehen. Und ich fall da schon wieder runter. Das kann ja wirklich nicht wahr sein. Sorry Leute, wenn ihr das gehört habt, das war nämlich die Feuerwehr, glaube ich. So, was haben wir hier? Da oben ist wer. Wir schauen einmal darauf. Wir könnten eigentlich jetzt schon zur Aiela zurück, ja? Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wir durchsuchen natürlich wieder alles. Ich bin heute ein wenig... schweigsam ist mir aufgefallen. Ich quatsche nicht mehr so viel wie sonst. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht an der Tageszeit. Es ist vormittags und da kommt das noch nicht so gut. Da schauen wir noch rein. Das ist hier alles Schmarrn. Und dafür die große Aufregung. Ah, die hatten wir schon. Okay. Da vorn ist irgendwo was Böses. Und ich habe keine Ahnung, was genau. Nun gut. Wir werden unseren Adronachen Namen geben. Oder? Hänsel. Oder irgendwas in diese Richtung. So, wir durchsuchen die ganzen Leute. Ich mache da einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann wieder bei Aiela, denke ich. Da unten, wer ist denn das? Ist das der Riese? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir machen hier einen Schnitt und sehen uns. Seht euch das an, Leute, da unten, unser Feendal schießt auf was und ich habe keine Ahnung, was genau das ist jetzt. Wir werden dann Feueradronachen noch einmal beschwören. Vielleicht weiß der Bescheid. Wir helfen natürlich unserem Feendal. Was auch immer der da unten jetzt tut. Wo kommen wir da runter? Ah, da runter. Das ist so verzwickt. Es gibt kein Entkommen. Mögen euch die Götter verdammen!
Ich ergebe mich. Ah, Leute, seht euch das an. Die sind da im Wasser. Und mitten im Kopf. Ah. War das vielleicht fies? Feendal, du bist der Beste. Cool. Heilende Hände, komm her. Dafür kriegst du eine Portion Heilung von mir. War das eine Art Heilungszauber? Ja, genau, das war's, ja. So, ich glaube, wir haben das abgeschlossen. Ich werde die da nicht mehr finden, aber ich werde da alles klar machen und dann werden wir uns sputen. Und zurück zur Jägerin gehen. Wir machen das natürlich wieder mit Schnellreise. Da ist unser Anführer. Brauchen wir da noch? Ja, wir nehmen das alles weg. Stahlschuppenstiefel, okay. Gut, da drüben müssten auch noch ein paar liegen und dann springen wir jetzt. Ja, nur kurz noch, ein Jagdbogen der Seelenschlinge, ne? Da bin ich ja gespannt, was das ist. Und da schauen wir gleich nach. Unter Waffen. Der Jagdbogen der Seelenschlingen. Was kann der? Stirbt das Ziel innerhalb von 5 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Ah, coole Verzauberung. Ja? Gut. Und dann machen wir doch gleich einen Rundumblick auch noch hier. Stecken die Waffe weg und schauen uns das einmal an. Das Schlachtfeld. So, und unser Adronach freut sich auch. Gut, wir springen. Ja, und da sind wir schon wieder in Weißlauf. Und wir werden da gleich einmal zu den Gefährten laufen. Ja, wir haben den Quest erledigt, scheint so. Und wir müssen jetzt Rapport erstatten. Geht hier auf die Jagd? Auf den Ebenen vor Weißlauf wimmelt es nur so von hinten. Ja, jagen waren wir schon lange nicht mehr, aber ich strecke jetzt jedes Wild nieder. Habt ihr euch noch nicht, nein, Söldner waren wir noch nicht. Ist die drinnen in den Unterkünften? Ich nehme an, ja. Oder da hinten? Ne, die ist da drin. Ich frage mich immer noch, warum Skior euch überhaupt reingelassen hat. Ja, das frage ich mich auch. Ja. Kannst dir ruhig mal husten, du Kasperl. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt da diese Bestiengestalt annehmen sollen oder nicht. Da ist ja genau auf der anderen Seite. Ja, das... Das wirst du auch tun müssen, du bist ja so eine Witzige da hinten. Ich habe in der Gegend hier für Ablenkung für euch gesorgt. Ich glaube nicht, dass jemand von unserer kleinen Kampagne Wind bekommen hat. Noch nicht. Alles klar, das bezieht sich jetzt auf. Ja, nimm an. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Gut. Hervorragend. Sieht aus, als hätten sie sich erstmal verzogen. Macht weiter so. Früher oder später erledigen wir sie vollständig. Abgeschlossen. Und was ist das nächste Ziel? Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der Silbernen Hand in Rift herumschnüffelt. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und seine Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Begonnen Pläne stehlen. Okay. Ja, egal. Wir machen hier einen Schnitt und überlegen hoffe, uns. Ich hoffe, dass die Jagd gut läuft, Schwester. Diese Feiglinge machen sich schon in die Hosen. Wie es dann da weitergeht. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn ihr macht, aber wenn nicht, dann sagt sich weiter. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Mit Sicherheit. Bis zum nächsten Mal bei den Gefährten, Leute. Ciao.